Herzlich willkommen zur Mini-Kräuterkunde in unserem Kräutergarten in Marburg. Diese Sendung guckt ihr im Herbst und im Winter und die Überschrift ist, wie stärke ich meine Lebenskraft, wenn ich müde, kaputt, schlapp bin, wenn ich ganz am Ende bin, wenn ich vielleicht Long-Covid habe oder durch andere Krankheiten richtig müde und kaputt bin. Und wisst ihr, ich weiß kaum eine Sache, die stärker die Lebenskraft stärkt, wie es Fasten. Ihr wisst, ich bin Fastenleiterin, ich faste seit vielen Jahren und Jahrzehnten und das stärkt unsere Lebenskraft und zwar ganzheitlich. Wir fasten mit Körper, Seele und Geist. Und Fasten ist nicht nur Entgiftung, sondern gibt uns dem Stoffwechsel Kraft und ist der beste Feuerlöscher auf Entzündung. Wisst ihr, Entzündungen in unserem Körper haben fatale Folgen und sämtliche Autoimmunerkrankungen haben mit Entzündungen zu tun. Also, wir brauchen mit Fasten, haben wir ein ganzheitliches, allumfassendes Mittel, das unsere Lebenskraft stärkt. Nehmt Fasten in euer Leben. Wir fasten im Gesundheitshaus in Marburg in ganz schönen, fröhlichen Gruppen im Herbst und im Frühling. Und so eine kleine Woche wünsche ich euch sehr, dass ihr euch das mal gönnt, weil da wirklich die Lebenskraft gestärkt wird. Aber macht auch zu Hause Intervallfasten, Buchinger Fasten oder Basenfasten. Hier in dem Buch einfach Fasten, gesünder Leben, habe ich alle Fastenformen gut beschrieben. Ich habe auch eine Fastensendung mit Hope TV gemacht. Ganzheitliche Gesundheit könnt ihr auch gerne gucken. Oder auf unsere Homepage mal gucken im Gesundheitshaus, unsere Kräuterausbildung machen. Also im Fasten, da bündeln sich viele gesundheitliche Dinge. Ich wünsche euch, dass ihr dieses große Mittel der Stärkung unserer Gesundheit selbst ausprobiert oder sie mal in der Gruppe probiert. Also ich kenne kaum ein Mittel, das unsere Lebenskraft mehr stärkt als das ganzheitliche Fasten. Bleibt gesund und froh und nehmt Fasten schön in euren Alltag rein. Das ist ganzheitlich.